David Kinzombi ist auf dem Fußballfeld mit seiner Flexibilität und seiner Erfahrung absolut gefährlich. Privat lässt er es lieber ruhig angehen, auch in seinem neuen Zuhause in Paderborn. Ich bin unterwegs, draußen schlender durch die Gegend, sitze irgendwo im Grün, trinke meinen Kaffee. Ab und zu, wenn ich irgendwas Interessantes habe, lese ich was. Und, also wirklich relativ gemütlich. Ansonsten bastel ich ab und zu mal, wenn ich Zeit habe, an meinem Langzeitstudium. Und das sind so die Sachen, die ich in meiner Freizeit mache. Wenn der 27-Jährige nicht gerade an seinem Sportmanagement-Studium schraubt, trifft man ihn wohl in Zukunft öfter mal im Paderborner Dom. Der Mann aus Rüdesheim bei Wiesbaden ist religiös aufgewachsen. Sonntags in die Kirche gehen, vor dem Essen gemeinsam beten, vorm Schlafen gehen als Routine beten war eigentlich Alltag bei uns. Und war für meine Eltern immer so ein moralischen Kompass, den die uns mitgegeben haben und versucht haben, dass wir da einen Leitfaden haben, wenn die Eltern mal selber nicht vor Ort sind, dann am besten gute Entscheidungen zu treffen. Diese Charaktereigenschaft schadet dem Mittelfeldspieler auch nicht im Laufe seiner Karriere. Er hat schon für große, namhafte Vereine gespielt. Dass er einmal Profi werden könnte, hat David zum ersten Mal als Jugendlicher gemerkt. Ernst genommen habe ich Fußball schon sehr, sehr früh. Irgendwie immer so die Leidenschaft für den Sport gehabt. Dann mit meinem Bruder irgendwann jemanden gehabt, der mir überall hingefolgt ist, auf jeden Bolzplatz. Irgendwann so, wenn es so in Richtung NLZ geht oder ab und zu mal größere Vereine anklopfen, dann merkst du, dass du vielleicht doch nicht so verkehrt bist. Und da fängt so das Träumen an. Zusammen mit seinem Bruder Christian Kinzombi geht er den Weg als zukünftiger Fußballprofi. Der Tagesablauf war damit immer vorgegeben. Es war morgens Wecker klingelt, dann hat jeder seinen Slot im Badezimmer. Klassischer Fall, wenn einer überzogen hat, stand die Schwester vor der Tür, hat gehämmert, ich muss rein. So typische Family Life. Dann alle ab in den Bus Richtung Schule und irgendwann hat der Vater uns eingesammelt. Manchmal ist er von der Arbeit gar nicht erst nach Hause, sondern irgendwo an einem Sammelplatz erst mich eingesammelt, dann mein Bruder, dann ab zum Training. Dann hat erst der eine Training, der andere dazugeguckt oder alleine irgendwo an der Wand gespielt. Dann hatte der andere Training und der andere sich selbst beschäftigt und abends dann mit dem ganzen Trost wieder nach Hause, Hausaufgaben gemacht und am nächsten Tag ging der ganze Spaß von vorne. David hat auch heute noch ein sehr inniges Verhältnis zu seinem Bruder. Früher waren sie sich aber bei ihren Lieblingsvereinen nicht so ganz einig. Bei meinem Bruder war es Schalke und bei mir Dortmund, ja. Jetzt sind die beiden aber nur noch selten geteilter Meinung. Auch das spätere Spielen in derselben Mannschaft beim SV Sandhausen hat als Profiduo gut funktioniert. Also ich glaube, für mich war das ein sehr, sehr schönes Jahr, was das angeht. Ich denke mal für ihn auch, also zumindest hatte ich das Gefühl. Und wir haben sehr, sehr viel Spaß miteinander gehabt, viel gelacht und wirklich coole Momente erlebt. Weil ich kenne ihn ja schon als kleinen Buben auf dem Bolzplatz. Dann so über die Jugendzeit habe ich viele, viele Spiele von ihm gesehen. Und habe halt versucht, dem gefühlt so viel wie möglich mitzugeben, was ich ihm mitgeben kann. Weil auch ich wusste, wir werden jetzt nicht die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich in der Mannschaft spielen. Und ja, habe mir das eine oder andere auch von ihm abgeschaut und mitgenommen und war unterm Strich sehr, 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 sehr positiv. Ja. Jetzt in Paderborn will der 27-Jährige diese Erfolgswelle wieder spüren. Dafür will er der Mannschaft helfen, egal auf welcher Position auch immer. Spielen könnte er auf 7 verschiedenen. Er hat den Drang, mit dem Team zu gewinnen. Ja, also absolut. Das beschreibt eigentlich ganz gut, wie ich in so Spieltage gehe oder in der Saison. Wie man sich da einbringen kann, ist jedem Spiel unterschiedlich. Es gibt Spiele, da bist du derjenige, der gefragt ist, vorne die Bälle zu verwerten. Es gibt Spiele, wo du gefragt bist, den Ball nach vorne zu tragen und einem anderen zu geben und zu sagen, hier, mach mal. Das ist, heute hast du irgendwie den Zauberfuß und holst um den Sieg nach Hause. Und unterm Strich ist für mich immer wichtig, eine geile Teamleistung und Erfolg. Die beiden Punkte will er jetzt mit dem SC Paderborn 07 auch von Spiel zu Spiel erfüllen. Auch wenn andere Vereine in der Transferperiode um ihn gekämpft haben. Also ich hatte zum einen richtig geile Gespräche mit Lukas und Benny, also die da echt auch Gas gegeben haben und mir das ganze Vorhaben und Projekt näher gebracht haben.
Und was aber für mich so das Ausschlaggebende war, ist der Fußball, den die Jungs gespielt haben in den letzten Jahren auch und vor allem auch letztes Jahr, wo ich gesagt habe, ich habe Bock drauf, ich will Teil davon sein und glaube, dass ich hier auch noch mal selber besser zur Geltung komme und auch noch mal besser performen kann. Und deswegen habe ich mich dann tatsächlich für Paderborn entschieden. Die Spiele in der Domstadt aus der Vergangenheit sind dem Zweitliga-Fußballer nämlich immer sehr gut in Erinnerung geblieben. Also als Gegenspieler nach Paderborn zu fahren, waren immer wahnsinnige Spiele. Also ich hatte aus dem 2018/2019 Jahr, erinnere ich mich echt, dass wir hier mit Kiel ein Abendspiel hatten und 4-4 ist das Ding am Ende ausgegangen. Ich glaube, die Paderborn haben nach 9 Sekunden 1-0 geführt. Dann sind wir relativ schnell zurückgekommen. 20 Minuten später stand 3-1 für Paderborn. Zur 70. Minute haben wir dann 4-3 geführt und in der 85. Minute steht es 4-4. Also eigentlich wahnsinnig, aber so auch beeindruckend, dass trotz 3-1 Führung oder auch 4-3 hinten bleiben, da nie irgendwie an Verwalten gedacht worden ist oder an Aufgeben, sondern es geht immer weiter nach vorne und das bleibt schon im Kopf hängen. Ja. Aber auch er wird sich in Paderborn sicher in die Köpfe und in die Herzen der Fans spielen. David Kinzombi beim SC Paderborn 07.